So, heute möchte ich euch eine kleine Weihnachtskarte zeigen. Hierfür habe ich ein Aquarellpapier vorbereitet und die flüssigen Aquarellfarben von Schminke, die Aquadrops in Cyanblau, Indigo, Indischgelb, Bernstein. Ja, ich würde sagen, diese Farben belasse ich mal, weil es wird automatisch mit Blau und Gelb wird's grün. Und viel bunter will ich es heute nicht machen. Dann habe ich eine Gouache hier von Jolly. So, und mit dieser Gouache stelle ich die Farben weg. So, mit dieser Gouache werde ich jetzt was aufs Papier spachteln. Und zwar hier so eine Art Tannenbaum. Überall dort, wo ich will, dass es weiß bleibt, spachtle ich diese Masse. Das kann ruhig dicker sein. Ihr könnt euch natürlich auch gerne was vorzeichnen. Ich zeige es immer ganz gern kurz vor, damit es schneller geht. Hier mache ich ein Haus mit einem Dach. Zwar nehme ich jetzt einmal das Cyanblau für den Himmel und die Berge. Dann tupfe ich etwas Indigo im Vordergrund, etwas dunkler. Und in der Mitte lege ich dieses Bernstein an. Beim Haus. Und auch hier unten. Das mischt sich dann. Und noch etwas Indischgelb. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, was hier passiert. Ich brauche dazu noch einen Wasserspritzer. Und jetzt spritze ich von unten nach oben einmal das Blau. Das dunkelblau. Jetzt neige ich es ein bisschen. Da rinnt jetzt was runter, aber das macht nichts. Da mache ich gleich Effekte mit dem Tuch. So. Und ihr seht, es schaut eigentlich schon sehr effektvoll aus. Und jetzt wird das Ganze langsam geföhnt. Hier tupfe ich noch weg. Ich kann auch hier noch die Farbe aufnehmen und ein bisschen vertupfen. Ihr werdet sehen, wenn es trocken ist, ist es dann viel heller. Also ich föhne es jetzt für euch und dann geht es gleich weiter. Ich werde es jetzt in der Dusche abwaschen und dann zeige ich es euch gleich. So, jetzt gefällt es mir schon besser. Jetzt ist es ganz nass. Auf jeden Fall braucht ihr dazu ein sehr, sehr gutes Papier. Jetzt schmiegt sich die Farbe auch besser hinein und ich kann noch etwaige Details hier beim Baum noch ein bisschen dunkel hineingeben. Hier haben wir auch noch einen Baum.
Farbe gewonnen. Ja, und ich würde sagen, ich werde es so lassen. Ich werde vielleicht jetzt etwas Licht machen. Da sieht man es besser. Jetzt ist es wieder etwas heller. Ja, ich würde sagen, hier ist noch Schnee. Das Bild ist fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen.